Ja, Wolfgang, schön, dass du hier bist und dass wir heute auch mal über deine Wärmepumpe sprechen können. Herzlichen Dank dafür. Bevor wir aber richtig einsteigen bei dir in die Thematik, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Es kann sein, dass der Ton nicht so gut ist oder das Bild mit der Zoom-Aufnahme, die wir hier machen, kleine Werbung, geht uns immer so ein bisschen was an Bild und Ton verloren. Nur, dass ihr Bescheid wisst, wir arbeiten dran, wir kriegen das sicherlich noch in den Griff. So, das war der Disclaimer. Jetzt wollen wir aber, Wolfgang, zu dir kommen. Zu deinem Haus, zu deiner PV, zu deiner Wärmepumpe, deiner Sektorenkopplung, wie du sie bisher vollzogen hast. Und ja, wir starten ja eigentlich immer, was hast du denn für ein Gebäude, damit die Leute ein bisschen einschätzen können, was deine Wärmepumpe am Ende leistet. Ja, wir wohnen in einem wunderschönen kleinen Reihenhaus. Wir haben so 120 Quadratmeter etwa, die wir heizen können, plus einen Keller. Und wir haben, das ist für Wärmen halt ganz wichtig, drei Außenwände, weil wir nämlich ein Reihenendhaus sind. Das heißt, wir haben nur einen Nachbarn auf einer Seite, der uns ein bisschen von der Seite her mitwärmt. Ansonsten sind wir der Außentemperatur ausgesetzt. Genau, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Unsere Wärmepumpe steht im Keller. Innen drin, nicht draußen, damit die Nachbarn nicht mit dem Lärm konfrontiert werden, haben wir sie nach innen verlagert. Und wir haben zusätzlich noch einen Warmwasserspeicher, der unser warmes Wasser erwärmt und eben nicht die Wärmepumpe. Warum, könnte ich gerne auch nochmal erklären, falls ihr das braucht. Und noch eine PV-Anlage natürlich auf dem Dach, die uns ein bisschen beim Wärmen unterstützt, strommäßig. Okay, das war jetzt schon mal So. so der Gesamtüberblick, ja. Mit wie vielen Menschen lebt ihr in eurem Haus? Also, im letzten Jahr war es so, dass ich und meine Frau vor allem gewohnt haben. Unsere Tochter war noch ein bisschen auswärts bei einem Auslandsaufenthalt in Kanada, aber sie kam dann im Sommer zurück und die zweite Hälfte des Jahres 2023 haben wir dann zu dritt hier gewohnt. Okay, das nur wichtig auch für die Zahlen. Du sagst schon Reihenendhaus. Ihr habt natürlich den kleineren Vorteil, ihr habt eine Wand, die ihr quasi zu einer anderen warmen Wand habt. Wer ein Reihenmittelhaus hat, hat natürlich noch einen größeren Vorteil. Der hat wirklich nur vorne und hinten die Seiten quasi, wo die Wärme rausgehen kann. Und auf der anderen Seite, links und rechts, hat man dann die warme Wand. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, den man mal bedenken muss. Ne? Der Nachteil ist ja beim Reihenhaus die Wärmepumpe, wo packe ich sie hin? Da hast du ja eine Lösung gefunden, da sprechen wir auch gleich drüber. Aber der Vorteil ist natürlich, energetisch ist es natürlich sinnvoller, je dichter man quasi zusammen wohnt, das ist ja wie in der Tierwelt, die Tiere kuscheln auch im Winter zusammen. Und so, wenn die Menschen näher zusammenkommen, dann brauchen sie natürlich auch nicht so viel Energie wie wir hier mit unseren super vielen Außenwänden, ja. Gut, ich glaube, wir haben noch nicht drüber gesprochen. Dein Haus ist Baujahr. 1996 und das ist, wie sich jetzt herausgestellt hat, ziemlich gut gedämmt. Wir wussten es ja alles nicht so richtig einzuordnen vorher, aber ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Wir haben einen, also so einen ganz normalen Klinkerstein für die Wand. Dann kommt eine Dämmung, die außen drauf ist, so eine Wolle, so eine gelbe Wolle, die da drin sitzt. Und dann kommt außen nochmal so ein Ziegelstein, so ein roter. Genau, also deswegen diese drei Sachen in Kombination scheinen das Haus ziemlich gut zu dämmen. Oh. Und Perfekt. also wir haben übrigens auch keine Fußbodenheizung, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Wir haben es tatsächlich mit den Heizkörpern, betreiben wir unsere Heizung und die Wärmepumpe. Und das war auch eine große Angst. Reicht das? Geht das? Und es geht wunderbar. Das gucken wir uns gleich noch an den Zahlen an, die sind wirklich wunderbar. Deine Fenster, das ist ja auch noch eine wichtige Sache. Wir haben ja hier noch Fenster aus 83. Du hast ja zu einem günstigeren Zeitpunkt gebaut, sage ich mal, weil bei dir gab es schon andere Fenster. Genau, also ich habe da nicht gebaut, sondern wir sind erst später eingezogen, haben es dann Okay. gekauft, das Haus. Aber es wurde tatsächlich also mit einer Zweifachverglasung gebaut. Und da ich ja dann in den Internetvideos dann gewusst habe, dass man mit so einer Kerze da rangehen soll und dann so gucken, ob da noch so eine Wärmeschicht drin ist. Es ist noch eine drin, weil eine dritte Flamme da erscheint, die dann noch so ein bisschen anders gefärbt ist. Genau, also es sind Zweifachverglasungen mit so einer Wärmeisolierschicht oder wie auch immer man die nennt. Richtig. Gut, was natürlich noch ganz wichtig ist, ist natürlich auch dein Standort. Magst du uns den auch verraten, wo du wohnst? In Weimar, sozusagen Thüringen. Und genau, also kann kalt werden bei uns.
Ja. Wir hatten jetzt im Januar, als es so schweinekalt war, war es, glaube ich, irgendwas zwischen minus 12, minus 15 Grad, sowas in den Dreh, so 2, 3 Tage. Okay, gut, der Oberbayer, der lacht jetzt, aber der Hamburger, der staunt. So kalt hatten wir es also nicht. Also ihr seid schon so gut in der Mitte von den Temperaturen her, muss man ja auch immer mit einordnen, ist ja auch ganz wichtig, ja. Übrigens, wir haben dich natürlich auch besucht. Hier verlinken wir euch das Video, als wir bei Wolfgang waren und uns alles mal genauer angeschaut haben. Du sagst ja auch, Photovoltaik hast du auch seit einigen Jahren. Magst du kurz erzählen, was du für eine Anlage hast? Ja, es ist eine Ost-West-Anlage und wir haben insgesamt 8 Kilowatt Peak drauf. Im Osten etwas weniger als im Westen. So, also am Nachmittag haben wir ein bisschen mehr Leistung quasi als am Vormittag so. Und haben noch einen Speicher dazu. Der hat 5 Kilowattstunden so grob von BYD und das ist auch eine wunderbare Ergänzung und tatsächlich habe ich auch viele Tests gemacht im letzten Jahr, ob wir in der Kombination mit PV-Anlage, Speicher und Wärmepumpe, ob man da einen größeren Speicher braucht oder nicht und ich glaube so im März und im Oktober gibt es so ein paar Tage, wo es vielleicht Sinn machen würde, aber mehr brauchen wir überhaupt nicht. Also diese 5 Kilowattstunden Speicher, die reichen vollkommen aus, also für unsere Zwecke. Vermute, es sähe anders aus, wenn du eine 20 Kilowatt Peak Südanlage hättest. Aber die Möglichkeiten hat halt nun mal nicht jeder, wir ja auch nicht. Wir haben zwar 20 Kilowatt Peak, aber wir haben ja dieselbe Erfahrung gemacht. Die Wärmepumpe zieht sich am Tag eigentlich so viel weg von der PV, zumindest bis, ich sag mal, von November bis Februar, dass der Speicher da doch eher traurig aus der Wäsche schaut. Bei dir wird es wahrscheinlich auch nicht so groß anders sein, oder? Ja, der dümpelt so vor sich hin. Ja, man muss immer gucken. Speicher ist so die Sache. Das ist immer eine ganz individuelle Sache, wie man den auslegt. Da kann man nichts von der Stange sagen. Es gibt keine Norm dafür. Speicher muss so und so groß sein, bei so und so einer PV oder so. Da kommen so viele Ja. individuelle Sachen rein. Schön, Ja, dass bei du das uns ist hier noch so, auch wir sind im machst. Prinzip fast nur zu Hause. Also weil wir arbeiten zu Hause, sind ja Filmemacher, sind von früh bis spät eigentlich hier. Also deswegen brauchen wir wahrscheinlich auch keinen größeren Speicher, weil wir eh alles tagsüber verbrauchen, vor allen Dingen Ja, vielleicht. klar. Magst du uns noch dein Wechselrichtermodell kurz nennen? Das ist von Kostal, der Plenticore Plus der ersten Generation. Was hat denn der? 7 irgendwie heißt der, ne? Mit 7, bis zu 7000 Watt kann der. Würde ja bei 8,8 kW Ost-West auch Sinn machen, die Größe. 6 oder 7 kW, ja. Okay. Lust, Und lust, ja. lustig war, nur kleines Detail am Rande, dass der Solateur und so auch immer gesagt haben, ja, mit dieser Ost-West-Auslegung, da erreicht man diese 8 Kilowatt Peak ja überhaupt nicht. Oder hier nur, wie viel Prozent schafft man da? Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber wir haben tatsächlich so einen richtig. So einen richtig kalten Tag im April, glaube ich. Da war es noch richtig schweinekalt und die Sonne schien die ganze Zeit. Da hatten wir mal 7000 Watt von der Ost-West-Anlage mit 8 Kilowatt Peak. Das fand ich schon interessant. Aber war nur ein kurzer Ja. Moment. Ja, das ist, wenn Module kalt sind, das ist halt die Eigenschaft, dann, wenn die Sonne dann rauskommt, dann geht es mal richtig hoch. Viele Südanlagen werden ja auch im April oder vielleicht noch früher schon abgeregelt, weil dann halt es noch draußen kalt ist und dann gehen die natürlich auch an ihre Leistungsspitzen am Mittag schon, je nachdem, wie steil sie ausgerichtet sind. Ja, ist ein interessanter Effekt, muss man einfach auch wissen. Aber die 8,8 hast du noch nicht gesehen. Nee. Das hätte mich auch gewundert, ja. Dafür ist euer Dach, glaube ich, auch zu steil, richtig. Dann hast du noch Pläne mit einer Südfassade, da ist aber noch nichts passiert, oder? Nee, also wir haben quasi optional eine komplette Südwand auf 3 Etagen, wo keine Fenster sind, weil unser Reihenhaus war mal als Mittelhaus gedacht. Früher hat man, glaube ich, gedacht, die bauen die Reihenhäuser noch weiter. Deswegen haben wir da gar keine Fenster drin, sondern eine Riesenfassade. Und da könnte man theoretisch auch noch Solarmodule ranmachen. Da hat unser Solateur aber Angst gehabt, dass er da tierisch viele Kältebrücken baut, wenn er da bis runter in den Kalksandstein-Mauerwerk halt reinbohrt.
Das fand er halt nicht so toll, deswegen Ost-West-Anlage. Und wenn ich so meinen Einjahresverbrauch von 2023 gesehen habe, habe ich das Gefühl, ich brauche eigentlich gar nicht mehr. Also muss dazu sagen, wir haben kein Elektroauto. Mit Elektroauto ist es dann vielleicht nochmal eine andere Nummer, aber wir brauchen das eigentlich nicht. Also sollte irgendwann noch ein Elektroauto dazukommen, dann macht es vielleicht auch Sinn, wenn vielleicht diese schönen Folienmodule es gibt, die man so einfach an die Wand ankleben kann. Und wenn die noch ein bisschen leistungsstärker sind, das habe ich mir so im Hinterkopf gedacht, vielleicht in ein paar Jahren hat sich das so gut entwickelt, dass sie auch gute Leistung bringen, diese Folienmodule. Dann kleben wir die einfach an die Außenwand dran, wenn wir noch ein bisschen mehr Strom brauchen. Das würde ich cool finden. Gut, dann haben wir die E-Mobilität ja auch relativ kurzfristig abgehakt. Du sagst ja, ihr seid nicht so viel unterwegs, oder? Also wenn dann eher auf längere Strecke. Ja, also wenn wir Dreharbeiten haben, also wie jetzt in diesem Jahr zum Beispiel, da sind wir so 2, 3 Monate unterwegs und fahren durch ganz Thüringen zum Beispiel. Und dann braucht man ein Auto, dann mietet man sich ein Auto für die 2, 3 Monate, aber ansonsten brauchen wir überhaupt nichts. Also wir fahren in Weimar, fahren wir Fahrrad, laufen oder wenn es richtig schlechtes Wetter ist, im Winter oder so, dann halt mit den Öffentlichen. Also in Weimar brauchst du kein Auto. Nee, ne. Ja, Stichwort 50 Millionen PKW elektrifizieren. Also so viel müssen wir sicherlich nicht elektrisch umstellen. Sehr schön. Was hat denn deine Photovoltaikanlage im letzten Jahr produziert mit ihren 8,8 Kilowatt Peak oder 8 Kilowatt Peak, die du hast? Ja, die hat ein bisschen mehr produziert, als wir uns prognostiziert wurde. Also prognostiziert wurden uns so 6 Megawattstunden im Jahr und wir haben 7,17 geschafft. Oh, da ist auch eine ganze Ecke drüber. Und es war ja nicht so ein super Jahr letztes Jahr, zumindest hier im Norden nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch Okay. war. Du hast jetzt noch nicht Ich so viele weiß, ich kann es Vergleiche, nicht. oder? Nee, genau, es ist mein erstes Jahr. Also von daher finde ich es gut, wenn es noch kein gutes Jahr war. Dann kann es ja nur noch besser werden. Ja, bei uns zumindest im Norden. Man weiß nie, also die Sonne Okay. scheint doch sehr unterschiedlich über Deutschland. Aber nee, wie gesagt, bei uns war wirklich nicht so doll, 23. Von daher hast du noch gute Chancen, dass es noch höher geht. Mal gucken. Perfekt. Gut, dann lass uns doch mit der Wärmepumpe einsteigen. Erzähl doch nochmal, du standst ja vor der Problematik auch, wohin mit der Wärmepumpe? Weil bei euch ist ja auch relativ eng bebaut und viele sagen ja, ich habe ein Reihenhaus, wo soll ich meine Wärmepumpe hinstellen? Es gibt ja teilweise noch 3 Meter Abstand, weil das in einen Bau zum Gebäude gehört, die Wärmepumpe, wenn sie eine Außeneinheit hat. Und Okay. wie habt ihr denn das Problem so bei euch gelöst? Auch mit den Geräuschen natürlich in enger bebauten Siedlungen hat man ja auch ein kleines Lautstärkegeräusch manchmal. Ja, also wir haben das, also wir wussten halt nicht, haben ja keine Erfahrung, wie laut ist eine Wärmepumpe oder nicht, weil wir haben in unserer kompletten Siedlung keine. Es gibt zwar so eine Neubausiedlung in der Nähe, wo ganz viele Wärmepumpen so rumstehen. Da gab es eine leisere und ein paar lautere, aber man konnte das nicht so richtig greifen, was das wirklich in so einer Siedlung, die relativ ruhig liegt. Also wir sind nicht an einer großen Straße in der Nähe oder so. Also was das für eine Bedeutung hat, wenn da plötzlich was summt. So, und für die Nachbarn vor allen Dingen. Und da es aber von Anfang an so Bedenken gab, schon von 2, 3 Nachbarn, sie kennen das, es kann total laut sein und so, ist ja, da spielt ja der Kopf eine große Rolle, ob ich dieses Summen, was vielleicht dazukommt, als negativ empfinde oder nicht. Und dann haben wir halt geguckt, was haben wir für Möglichkeiten. Und Kurz, unser kurz Wärme. dazwischen, Entschuldigung. Hast du mit den Nachbarn vorher gesprochen? Ja, also wir haben über diese Thematik, die habe ich bewusst in der Eigentümerversammlung mal anklingen lassen, glaube ich auch mal per Mail und so. Also dass die Leute das wissen, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, wie die Menschen dafür bereit sind oder nicht. So, und es ist ja nichts Wichtigeres in einer Reihenhaussiedlung, wo 14 Parteien dicht nebeneinander wohnen, dass man sich verträgt und kein Streit aufkommt. So, und dann hat unser Installateur, als er dann bei uns in der Siedlung war, hat er geguckt und dachte, da hat er auch so ein bisschen Bauchgrummeln bekommen, als er gesehen hat, wie dicht alles beisammen steht. Und dann ist er über eine Messe gelaufen, die im Frühjahr dann war. Und dann ist er bei der Firma Alpha Innotec vorbeigestolpert und die hatten eine innen aufgestellte Wärmepumpe. Also das ist ja an sich nichts Neues. Das gibt es ja schon immer eigentlich so innen aufgestellte. Aber für so eine Größe, für so ein Reihenhaus mit 120 Quadratmetern, dass die nicht überdimensioniert ist und dass er auf eine gestoßen, so eine kleine flexible mit angeblich 4 Kilowatt Heizleistung.
Und das nannte sich bei Alpha Innotec Paros 4, wegen 4 kW Heizleistung. Und die fanden wir eigentlich total toll. Und die ist halt innen aufgestellt. Die saugt halt die Luft mit einem Rohr von außen ein und pustet sie halt über ein anderes Rohr wieder raus. Der Abstand der zwei Rohre muss nicht sehr weit auseinander sein bei dieser kleinen. Da reicht 1 Meter Abstand zwischen den quasi Mittelpunkten der zwei Rohrausführung, sodass man das relativ kompakt an einem Ort halt irgendwie einbauen kann. Entweder direkt unter das Dach oder halt im Keller durch eine Führung durch die Wand, ja. Und das schien uns allen die perfekte Lösung, dass wir versuchen, so viel wie möglich Geräusche im Haus zu lassen, im Keller in dem Fall bei uns, wo es niemand stört, und nach außen nur ein bisschen kommt. Also es kommt auch ein bisschen Geräusche durch die Rohre nach außen durch. Ist ja logisch, weil die ist ja Ja. verbunden mit der Wärmepumpe, da entstehen die Geräusche und die gehen natürlich auch durch das Rohr irgendwie nach draußen. Aber es ist wirklich überhaupt kein Problem. Und wenn es mal ein bisschen lauter wird, das ist halt, wenn es richtig kalt wird, da haben alle ihre Fenster zu, da will auch keiner lüften und hat die Fenster offen. Also das ist überhaupt kein Problem und wir sind super glücklich und die Nachbarn beschweren sich nicht. Super. Ja, musstet ihr einen hohen Aufpreis zahlen dafür, dass das so gebaut wurde? Es gab ja, glaube ich, auch, ihr hattet ja erst überlegt, da oben, wo die Gastherme war, unterm Dach, ne? Ja, also genau, also ursprünglich dachten wir wirklich, weil unsere Gastherme war unterm Dach eingebaut in so einen kleinen Heizungsraum. Und da war natürlich die Überlegung, Mensch, wir bauen diese innen aufgestellte Wärmepumpe unter das Dach. Und dann gibt es direkt auf, kann man, da muss man einen Dachdecker kommen lassen, der holt dann, macht dann die Ziegel, also die, na, wie nennt sich das, die Dachziegel nimmt der ab und macht einen Durchlass. Und da gibt es auch direkt von Alpha Innotec so Aufbauten, die man dann aufs Dach oben drauf packt und dann kann direkt übers Dach die Lautstärke raus und rein. Das war unsere eigentliche Idee. Aber das hat bei uns im Reihenhaus nicht funktioniert, weil der Heizungsraum oben einfach viel zu klein war. Und diese Pumpe ist nicht riesengroß, aber die braucht dann doch, um diese Rohre zu führen. Ja. Du hast damals, habt ihr ja Aufnahmen gemacht, braucht die schon, die nimmt schon unglaublich Volumen ein. So, also es wäre da oben nicht reingegangen und wir hätten die Wände rausreißen müssen. Und das Zimmer, was da oben ist, das Zimmer meiner Tochter, hätten wir verkleinern müssen. Und Oh. genau, und das war zu kompliziert, dass wir gesagt haben, okay, wir sparen dann lieber den Dachdecker und legen Zusatzrohre für die Warmwasserleitungen, die von der Heizung, Quatsch, von der Wärmepumpe ins Rohrsystem für die Heizung geht. Einfach vom Keller nach oben. Also wir, um es nochmal einfach zu sagen, also wir haben die Wärmepumpe dann in den Keller gepackt, konnten dort erstmal die Luft an- und aussaugen über das Kellerfenster, was eh schon vorhanden war. Da haben die beiden Rohre exakt durchgepasst. Das war richtig Glück. Und mussten also kein weiteres Loch schaffen immer in der Häuserwand, sondern das Bestehende, wurde benutzt. So, und dann ist es so bei uns im Haus. Wir haben jetzt 3 Etagen. Ursprünglich stand die Gasheizung oben unterm Dach. Und dann ist es so, dass diese Heizungsrohre so gebaut sind, dass die oben in der Nähe der Heizung dicker sind und weiter nach unten kommen, immer dünner werden. So, und da wurde mir erklärt, das kann nicht andersrum sein. So, jetzt stand die Heizung aber im Keller. Das heißt, wir konnten sie nicht an die Heizungsrohre im Keller anschließen, weil die da zu dünn waren, sondern wir mussten sie durch den Flur einmal komplett die Leitung bis ins zweite OG führen und dort oben in das bestehende Heizungsrohrsystem einfach wieder einfüllen, sodass wir da keine Wände aufreißen mussten und die ganzen Heizungsrohre umdrehen müssen oder so. Dafür mussten wir halt ein paar mehr Rohre legen. Das hat noch ein bisschen mehr Geld gekostet, aber dafür haben wir uns halt gespart, den Dachdecker kommen zu lassen. So. Und insgesamt hat die Wärmepumpe mit Einbau und Rohrverlegungen und dem Warmwasserspeicher, die wir noch dazu genommen haben, hat es dann 18.500 € gekostet. Also Wortbehörde. abzüglich, Entschuldigung, da, genau, halt, das ist jetzt der Wichtige, warte mal, das sage ich dir gleich Richtig? nochmal, genau. Sie hat 29.000 € gekostet und dann kriegen wir eine Förderung, das war damals noch 35%, so etwa 10.000 € kann man rechnen, also so 19.000 € hat es uns dann letztlich gekostet. Okay. So. Und die Alternative wäre Gas gegen Gas wieder. Da wärt ihr wahrscheinlich so mit 8.000 bis 10.000 dabei gewesen, je nachdem. Vermutlich aber wollten wir nicht mehr. Unsere Entscheidung Nee. war klar, als der Krieg in der Ukraine losging, wir wollen kein russisches Gas mehr haben oder Gas überhaupt. Und das war der richtige Zeitpunkt zu sagen, wir drehen den Gashahn ab. Nee, also das wollten wir einfach auch nicht mehr, auch aus ökologischen Gründen. Um so energiesparsam wie möglich halt zu heizen.
Und das, wie ich sehe, habt ihr auch gemacht. Das ist eine, was hast du gesagt, eine 4 kW thermisch, richtig? Genau, also theoretisch, also so interpretiere ich das, könnte die 4 kW Heizleistung bringen. Das Irre ist, dass diese, wenn man den Daten trauen kann, teilweise 5,7 bis sogar 6 kW Heizleistung geschafft hat. So, selbst ohne Heizstab. Ah, okay. Genau, also ich vertraue mal diesen Daten und Werten, die die Wärmepumpe da anzeigt. Also das war schon erstaunlich. Ist ja trotzdem noch eine ziemlich niedrige Leistung. Also wir haben hier 7 kW, natürlich auch Okay. das Haus anders und natürlich auch energetisch nicht so wie du. Erzähl uns mal, was hat denn deine Wärmepumpe letztes Jahr gebraucht an Strom und was hat sie an Wärme erzeugt? Also die Daten für unsere Wärmepumpe von 2023, einmal was die Wärmemenge angeht, unser Haus hat 7, also nur fürs Heizen, ne? Also wir machen getrennt Heizung, die Wärmepumpe macht nur die Heizung und Warmwasser erzeugen wir mit einem extra Elektro-Warmwasserspeicher, 85 Liter. Kann ich ja extra nochmal was sagen. So, und nur für die Wärmepumpe, fürs Heizen, das ganze Jahr hat die 7864 Kilowattstunden Wärmemenge erzeugt. So, und davon haben wir Strom gebraucht, kann man sagen, 1780 Kilowattstunden Strom. Und der Rest war aus der Luft. Ja, und das heißt ein Arbeitsverhältnis von, hast du es vorliegen? Wenn ich nur das Heizen betrachte, wäre das 4,42 eine Jahresarbeitszahl. Okay, Genau. also in einem super Rahmen. Mit warmem Wasser dazu wärst du vielleicht auf 4,1 oder so. Warmes Wasser ist ja immer ein bisschen schwieriger, weil es muss wärmer werden als das Heizwasser. Aber Mit warmem Wasser bin ich, wenn ich jetzt so richtig hier gerechnet habe, ich weiß nicht, ob meine Rechnung so richtig war, aber da bin ich eher bei 3,6 mit warmem Wasser zusammen. oha, mit warmem Wasser zusammen nur 3,6, das ist natürlich deutlich Genau, weniger. aber Aber. jetzt muss man das erstmal erklären, wie wir Ja. warmes Wasser machen. Weil, also wir haben, das war jetzt, ist ein bisschen komplizierter, hat wieder mit unserem Reihenhaus zu tun, dass man bei einer Wärmepumpe mindestens einen warmen Wasserspeicher braucht, der 200 Liter hat. So, Ja. das wurde mir gesagt, was da drunter geht nicht. So viel brauchten wir A gar nicht und zweitens hätten wir das nicht in unserem Dach, wir hätten den Warmwasserspeicher oben hinstellen können. Wäre nicht gegangen, weil die Traglast unseres Hauses ist pro Quadratmeter nur 150 Kilo. Ja. Das wäre dann etwas schwierig gewesen. Nicht, dass da am Ende das durch die Decken bricht oder so. Dann haben wir uns irgendwie dagegen entschieden und gesagt, Herrgott, dann machen wir das Warmwasser halt oben. Mit einem 1 zu 1 he elektrischer Heizung. Aber wir haben ja noch eine Photovoltaikanlage und ich habe mir halt noch eine Überschusssteuerung eingebaut. Das heißt, im Sommer, das habe ich mir ein bisschen selber gebaut, gebastelt, habe ich einen Schalter, den lege ich dann um. Dann schaltet der Warmwasserspeicher auf Überschusssteuerung. Und immer wenn die, und heizt dann wirklich immer nur dann, wenn die PV-Anlage genug Strom hat, also so ein bisschen Ja. mehr als 1000 Watt. Dann fängt er an mit 1000 Watt zu heizen, so. Und damit muss man eigentlich betrachten, wie viel hat meine PV-Anlage noch in die Warmwasser- und Heizungssache reingegeben. Wenn ich das auch noch als erneuerbare Energie betrachte, bin ich dann schon wieder bei einer Arbeitszahl, die fast bei 5 ist. Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein 1 zu 1 Wassererwärmung, die ihr macht. Dann muss natürlich die Gesamtjahresarbeitszahl so deutlich runtergehen. Das ist ja klar, weil wir machen mit einer Ja, nach 2,5 bis 3 machen wir warmes Wasser und dann geht es natürlich nicht so weit runter, klar. Ja. Und ich weiß nicht, soll ich mal meine Daten sagen, was wir als Haushalt mit 3 Personen warmes Wasser verbraucht haben im Jahr? Definitiv. Also, wir haben warmes Wasser 568 Kilowattstunden Strom erzeugt für warmes Wasser. Und der Großteil, also ein großer Teil, also von eigentlich Mitte April bis Mitte Oktober so ungefähr, kam 100% von der PV-Anlage. Ja. So. Perfekt. Und kannst du ungefähr sagen, wie viel PV-Strom du insgesamt verheizt hast, in Wärme umgewandelt hast? Das ist ja immer dieses Verhältnis. PV und Wärmepumpe passt nicht zusammen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, also da muss man, glaube ich, da ich ja nicht genau weiß, wie die Elektronen wandern, zu welcher Zeit, wohin genau, und ich auch keine Messgeräte habe diesbezüglich, habe ich eine Grundannahme getroffen und habe gesagt, also alles, was mein Haus ohne die Warmwasser- und Heizungsanlage verbraucht, ist mein Hausverbrauch. So. Und wenn meine PV-Anlage an dem Tag mehr erzeugt und ich mehr benutzen kann als das, was mein Haus braucht, dann wandert das in meiner Statistik in die Erzeugung der warmen Wasser bzw. Heizung rein. Genauso mache ich es So. auch, ja.
Genau, also das fand ich eigentlich ganz pragmatisch und logisch so. Und mit der Betrachtungsweise komme ich dazu, dass ich eigentlich, ich würde mal roundabout 28% meine Energie fürs Warmwasser und Heizen durch die PV-Anlage decken kann, aufs Jahr gerechnet. Das war mehr, als ich gedacht habe. Ja, Das und du klingt hast gut. keine riesige PV, das dürfen wir mal nicht vergessen. Du hast natürlich auch noch kein E-Auto, das würde ja noch mitkonkurrieren wieder. Wobei wir unser E-Auto halt im Winter immer aus dem Netz laden, weil effizienter und mit dynamischen Strompreisen. Aber trotzdem 28% aus eigener Produktion für ungefähr 10 Cent die Kilowattstunde, schätze ich, Gestehungskosten aus der PV. Und der Acht. Rest 8 Ach, komm mal sogar, okay. irgendwas. Ja, so gut sind wir nicht. Ja, ist doch perfekt, das sind doch tolle Zahlen. Hast Also du die ungefähr. Achte ist, da meine ich die Einspeisevergütung, die Ja, wir okay, kriegen so kann man es würden, auch falls rechnen. du Man die kann meinst sagen, sind. ja, man kann entweder sagen, die entgangene Einspeisevergütung oder aber auf der anderen Seite, die Anlage kostet mich so und so viel, Ah, okay. inklusive Betrieb und dann durch die Kilowattstunden, die ich in 20 oder 30 Jahren, so lange wie sie hält, erzeuge, so kann man natürlich die Gestehungskosten für eine Kilowattstunde auch ausrechnen. Ne? Also. Verstehe. Es Okay. gibt mehrere Wege. Bei uns ist es relativ gleich. Das eine sind 10 Cent, das andere sind 10 Cent. Daher muss ich mir da keine Gedanken machen. Okay. Gut, hast du noch eine Zahl, Netzbezug in 23? Was habt ihr noch aus dem Netz geholt? Also der Netzbezug, die entscheidende Größe, also wie viel muss ich noch einkaufen, im ganzen Jahr sind bei uns knapp 1800 Kilowattstunden Strom. Zu einem Preis von? Im letzten Jahr waren wir noch an die Stadtwerke gebunden. Da hatten wir, warte mal, was waren das? 39 Cent. Oha, ja. Und 39 Cent die ganze Zeit. Und das ändert sich jetzt aber, weil wir jetzt zu Tibber gewechselt sind. Ach, guck mal. Gut. Das heißt, ich hatte ungefähr 700 € Energiekosten letztes Jahr und werde jetzt wahrscheinlich noch mal so um ein Viertel runterkommen von diesen Kosten. Also so auf 500 ungefähr, 550 runtergehen. Okay, ich lasse mich überraschen. Ich habe keine Ahnung, was dann am Ende rauskommt, Ja. aber ich finde das irre ist, weil ich mir mal aufgeschrieben habe, okay, was heißt das jetzt mit diesen Zahlen und so, dass ich eigentlich Energiekosten hatte, ich habe sozusagen ungefähr 700 € Netzbezug bezahlt. Ja. Dann habe ich eine Photovoltaikversicherung, die ich noch bezahlen musste. Das hatte ich vorher nicht. Das sind so 75 € im Jahr, die ich bezahle. Und ich habe ja noch eine Einspeisung. Eingespeist haben wir 4700 Kilowattstunden im Jahr. Und davon kriege ich dann mit meiner Einspeisevergütung hochgerechnet 387 € nochmal zurück. Also eigentlich haben wir Energiekosten, wenn ich das alles mit verrechnet, von 386 € und 6 Cent. Ja. Und dann habe ich mir mal den Spaß gemacht, wie viel ich eigentlich bezahlt hätte, hätte ich jetzt keine Wärmepumpe gemacht und keine Photovoltaikanlage. Und mit den Verbräuchen, die ich so durchschnittlich der letzten Jahre hatte, das waren immer so 2900 Kilowattstunden Strom so fürs Haus und für Gas roundabout 9000 Kilowattstunden Gas, die wir verbraucht haben, plus dem Grundpreis Gas, den ich ja noch zahlen muss, den ich nicht mehr brauche, weil ich jetzt nur noch Strombezug habe, dann hätte ich Energiekosten gehabt von 2300 €. So, das heißt, Ja. ich habe in diesem einen Jahr habe ich 1900 € Energiekosten gespart. Sagen wir 2000, der Schornsteinfeger kommt auch nicht mehr. Ja, dafür weiß ich noch nicht, wie viel die Wartung der Wärmepumpe kostet. Ich glaube, die wird mehr als meine Gasheizung. Ja, das glaube ich noch nicht. Obwohl, bei deiner ist natürlich was anderes vielleicht noch. Ja, Na, wir haben ansonsten. damals, weiß ich nicht, nicht mal 100 € für die Gasheizung. Ah, okay, wir hatten 200 im Jahr. Okay, naja, Das heißt, deswegen, also, okay. aber das ist schon ein krasser Wert sozusagen. Das Ja, hätte ich nie eben. geglaubt. Und wenn jetzt noch sozusagen die, sag ich mal, die Strompreise, der Abstand zwischen Strom- und Gaspreis hoffentlich sich dann immer, also Ja. weniger wird der Abstand zwischen den beiden, dann wird die Ersparnung ja immer größer, immer größer. Also, wie gesagt, ich habe das Ganze aus in erster Linie aus umwelttechnischen Gründen gemacht. Aber es ist Ja. natürlich immer gut, irgendwie auch den Leuten sagen zu können, ey, das ist auch wirtschaftlich gar nicht schlecht. So, und das spielt auch für die Menschen zum Teil eine große Rolle. Und Natürlich, ja. das einfach zeigen zu können, dass beides geht. Also wir verbrauchen unglaublich viel weniger Energie. Also das kann man ja auch mal sagen. Also statt, weiß ich nicht, statt dieser 9000 Gas nur noch, weiß ich nicht, wie viel habe ich da, 1700 Kilowattstunden 700. Strom zu verbrauchen. Eben. Das ist doch krass weniger Energie. So, Eben. und wenn es dann auch noch wirtschaftlich von Gas- und Strompreis her dann auch noch einen Vorteil bietet, also
Warum soll ich das nicht machen? Also, ja. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Wunderbar. Zum Vom Beispiel. Gefühl her und von den Zahlen her, jo. Wolfgang, super. Toll, dass wir heute nochmal mit dir reden konnten hier. Du hast aus einer schwierigen Situation was gemacht, weil du einfach geguckt hast, was kann ich machen? Du hast mit den Nachbarn gesprochen, du hast dich umgeguckt, du hast auch einen Installateur, der auch mitgemacht hat, dann habt ihr eine Lösung gefunden und du sitzt hier und machst mir so eine Rechnung auf. Und eigentlich hast du ja ein Riesenproblem am Anfang, ne? Wie komme ich auf eine Wärmepumpe in einem Reihenhaus? Und ich finde die Lösung einfach wunderbar und die sollte auch für viele andere eine Idee sein, dass ihr euch das einfach mal anguckt. Es gibt halt Möglichkeiten, wenn man einfach nach Lösungen sucht und nicht nur Probleme sucht. Das ist halt das Wichtige. Und du bist, finde ich, ein ganz tolles Beispiel dafür. Ich danke dir für deine Zahlen und für Sehr deine Zeit gerne. nochmal. Und euch danke ich für die Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen da, abonniert unseren Kanal, drückt die Glocke, dann kriegt ihr immer mit, wenn wir was Neues machen. Und in diesem Sinne, Instagram nicht vergessen, das soll ich auch immer sagen. In diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.